Herzlich willkommen zu diesem Video. Hier geht es um Volumeneinheiten und wie man diese umrechnet. Ich heiße Dennis. In Lernvideos wie diesem hier und auch auf meiner Website guterklärt.de bekommst du Mathematik und auch andere Schulfächer einfach erklärt. So, das Volumen gibt an, wie viel reinpasst sozusagen. Also ich hole mal hier zwei Sachen. Und ja, wie viel Wasser geht hier rein oder wie viel Wasser geht in die Flasche rein? Das gibt man mit einem Volumen an. Und je nachdem, wie groß das Volumen ist, wählt man auch eine entsprechende Einheit. Also zum Beispiel bei dem Volumen von einer Badewanne nimmt man am ehesten Meter hoch 3, also Kubikmeter. Oder bei einer Wasserflasche, wie ich die eben auch hatte, gibt man das in Liter an. Also Liter und Kubikdezimeter, dm hoch 3, das ist das Gleiche. Also je nachdem, wie groß die Menge ist, verwendet man eine entsprechende Einheit. Wenn man jetzt eine unpassende Einheit hat, also die Zahl ganz groß oder ganz klein wird, dann rechnet man um, beziehungsweise auch allgemein, wenn man es einfach zum Vergleichen zum Beispiel in einer anderen Einheit benötigt. Dann rechnet man zum Beispiel von Kubikmillimeter auf Kubikzentimeter um oder von Kubikmeter auf Kubikdezimeter. Und wie genau das geht, das machen wir jetzt mal anhand von Beispielen. So, rechnen wir mal ein paar Beispiele. Sagen wir mal, wir haben etwas in Kubikmillimeter gegeben. 5430 Kubikmillimeter. So, und das soll jetzt in Kubikzentimeter umgerechnet werden. Das bedeutet, durch 1000 rechnen. So, durch 10 rechnen bedeutet, dass das Komma hierhin kommt. Durch 100 rechnen bedeutet, das Komma wandert noch eins nach vorne. Und durch 1000 bedeutet, das Komma wandert noch eins nach vorne, also noch eine Stelle. Das heißt, das Komma steht nach der 5, also 5,430 Zentimeter hoch 3, also Kubikzentimeter. Da Kubikzentimeter und Milliliter dasselbe sind, ist das auch 5,430 Milliliter. Nächstes Beispiel, sagen wir mal, wir haben 32.800 Milliliter. Und möchten das umrechnen in Liter. Also von hier nach hier, von Milliliter auf Liter. Auch hier müssen wir durch 1000 rechnen. So, durch 10 bedeutet, das Komma wandert hierhin. Durch 100 bedeutet, das Komma wandert hierhin. Und durch 1000 bedeutet, das Komma wandert hierhin. Also 32,8. Nullen kann man schreiben, muss man allerdings nicht. Also 32,800 und zwar Liter. Und ein Liter ist auch ein Kubikdezimeter. Das heißt, das Ganze ist auch 32,800 dm hoch 3. Machen wir das Ganze mal in die andere Richtung. Sagen wir hätten 18 Liter. 18 Liter, also sind wir hier. 18 Liter. Umrechnen in Kubikzentimeter. Also von hier nach hier. Das bedeutet mal 1000. 18 mal 1000 bedeutet einfach 3 Nullen dranhängen. Hier haben wir keine Kommazahl, also nur eine 18 und mal 1000 bedeutet einfach 1, 2, 3 Nullen dran. Das sind dann Zentimeter hoch 3 oder Milliliter. Oder sagen wir mal, wir hätten etwas in Kubikmeter gegeben, zum Beispiel 2,84 Kubikmeter, also Meter hoch 3. Und also wir sind hier und wollen das Ganze in Liter haben. Das bedeutet mal 1000. So.
Also 2,84 mal 1000. Wenn wir das Ganze mal 10 rechnen würden, würde das Komma hier hinwandern, 28,4. Mal 100 bedeutet, das Komma wandert hierhin, 284. Und nochmal mal 10 bedeutet eine 0 dran. Also, ich mache es mal ausführlich. Dann machen wir es so. Also, 28,4. Das wäre mal 10. Mal 100 wäre 284. Und mal 1000 ist noch eine 0 dran. Und zwar Liter. Also 2,84 Kubikmeter sind 2840 Liter. So, noch ein kleiner Hinweis. Angenommen, ihr wollt von Kubikmeter auf Kubikmillimeter. Dann rechnet ihr einfach Schritt für Schritt durch. Das heißt, ihr rechnet die Kubikmeter erst einmal in Liter um, indem ihr mal 1000 rechnet, dann nochmal mal 1000, um auf Milliliter zu kommen, und nochmal mal 1000, um auf Kubikmillimeter zu kommen. Gibt schön viele Nullen in der Regel, aber wie gesagt, wenn ihr das machen wollt, mal 1000, mal 1000, mal 1000. Du möchtest das Umrechnen von Volumeneinheiten noch ein bisschen üben? Dann schau mal unter dieses Video, dort findest du Übungsaufgaben mit Lösungen. Mach dir einmal selbst, dann wirst du fitter in diesem Thema. Ansonsten würde es mich sehr freuen, wenn du ein Abo oder einen Daumen hoch da lassen würdest. Dann erhältst du auch in Zukunft weitere Mathematikhilfen von mir. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.